Hi, ich grüße euch alle zu einem neuen Video. Momentan liegt leichter Nebel auf dem Wasser. Der Wasserstand am großen Fluss ist sehr, sehr niedrig. Die Wasserfärbung ist sehr, sehr klar. Also definitiv keine einfachen Angelbedingungen. Braunes Wasser, hohes Wasser, da denken die meisten, springen einem die Wälse förmlich ins Boot. Aber jetzt aktuell ist es wirklich ein Kampf, überhaupt einen Biss zu bekommen. Das hat der Herbst so an sich und wir konnten in den letzten Tagen wirklich eine ganz, ganz krasse Fischerei erleben. Absoluter Wahnsinn. Wir haben nicht viele Bisse bekommen, aber die Fische, die wir fangen konnten, die hatten es wirklich in sich. Also ich spreche hier nicht von normalen 2-Meter-Fischen, was wirklich schon ein sehr, sehr starker Fisch ist, sondern ich spreche hier von Fischen, ja, annähernd der 2,50-Meter-Klasse. In diesem Video möchte ich euch mitnehmen und euch zeigen, wie ich vorgehe, um gezielt an die großen Fische ranzukommen. Bei wirklich widrigen und auch zähen Bedingungen. Aktuell ist es nicht mal einfach, überhaupt einen Waller zu fangen. Die Größe jetzt des Fisches ist erstmal komplett egal. Aber was in den letzten Tagen hier am Fluss uns passiert ist, ist wirklich absoluter Wahnsinn. So was habe ich noch nicht erlebt. So was habe ich noch nicht erlebt. Das ist ja der Hammer. Wie willst du sowas erleben? Ja, weil ich, deswegen bin ich ja da. Alter. Ich bin mir ganz sicher, dass diese kleinen roten Teufel hier ganz, ganz viel mit dem Erfolg zu tun haben. Ganz, ganz leichter Auftrieb. Ich habe viel auf Messen, online und in diversen Gesprächen mit anderen Anglern mich nicht gestritten. Aber immer wieder die Meinung bekommen, kann ja überhaupt nicht sein, dass eine U-Pose mit, wie die hier, 3,5 Gramm Auftrieb, überhaupt eine Auswirkung auf einen Köderfisch hat. Ja. Aber diese kleinen roten Teufel hier mit dem ganz, ganz leichten Auftrieb bringen momentan die Köderpräsentation in diese Bereiche, wo wir die dicken Fische ganz gezielt abholen können. Auch die Platzwahl, wo die sehr sensiblen U-Posen-Montagen mit diesen Mikro-U-Posen hier angeboten werden, ist äußerst verrückt, äußerst speziell. Ich nehme euch in diesem Video mit und zeige euch im Detail, wie die Montagen präsentiert werden müssen, wo die Montagen präsentiert werden müssen, wie eure Schnüre im Wasser geführt werden müssen, damit auch ihr gute Chancen habt oder besser gesagt auf der sicheren Seite seid und alles richtig macht auf dem Weg zu eurem Giganten, auf dem Weg zu eurem XXL-Waller. Kurz verschnaufen. Alles gut. Wahnsinn. Unglaublich. Nachbumlich. Benny hat mich hier in Italien besucht, war das allererste Mal richtig im Ausland unterwegs zum Welsangeln. Wir kannten uns von einem Waller-Workshop, da war er Teilnehmer, den ich in Deutschland veranstaltet habe. Die erste Nacht, die ersten Angelstunden am großen Fluss, aber schaut selbst, was da passiert ist. Ich mach Puste. Langsam wird's eng. Vollmondbüffel. Ist die Mutti von dem Kleinen gerade? Komm und spitz aufs Wasser runterkurbeln. Und jetzt ziehen, genau. Und nachpumpen. Jetzt kommt langsam.
geht er wieder. Da geht er wieder. Gedacht hat. Krass, der macht ja, zieht uns so hoch. Gut Fisch, Alter. Jetzt kommt langsam vor, Frau. Jetzt gucken wir erstmal, was da hochkommt. Weiterkurbeln. Einfach nur ein bisschen Achtung. Weiterkurbeln kannst du nicht. Jetzt kommt. Jetzt geht er wieder ab. Jetzt geht er wieder ab. Aber jetzt erstmal langsam mit der Rute nach oben gehen. Großer Fisch. Großer, großer Fisch. Richtig groß. Du bleibst sitzen. Nur mit der Rute nach oben gehen. Großer Fisch. Und dann kannst du nach oben. Das ist dein erster Zweier. Beide Fische in Italien und gleich eine richtige Bombe. Eine richtige Bombe. El Bombo, Vollmond Bulle. Schnaufe. Alles gut. Wahnsinn. Unglaublich. Und nachbumm. Ja. Achtung, jetzt kommen wir langsam hier unten ins Boot. Genau. Wieder hoch. Na komm, hoch jetzt, ja. Bitte, komm. Ja. Jetzt spielen. Achtung, weiterkommen kannst du nicht, Eier. Und jetzt langsam. Alter, guck dir das Ding an. Ein Riesenfisch, ein Riesenfisch. Guck dir mal das Ding an. Ach du Scheiße. Das ist sowas zu, Alter. Zu 30, zu 40. 40er Klasse. Juhu, guck dir das Ding an. Und hier oben lassen. Bodenteufel haben wieder zugeschlagen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, Achtung, Fisch kommt ins Boot. Jetzt müssen wir schon ins Körper rankommen. Rute hoch, jetzt gucken wir uns ins Körper. Ja. Haken genau sitzt.
Das ist eine Riesenbombe, das ist ein 100 Kilo Fisch, ein zweiter Fisch hier in Italien. Guck dir das an. Nein, nicht. Guck dir das an. Guck dir das an. Das ist ein Riesenfisch, ist das. Ein Riesenfisch. Ja, Wahnsinn. Ein Riesenfisch. Alter Falter, das ist ein Endgegner. Unglaubliches Tier. Hier wieder die roten Teufel. Zeig mal den Schwanz. Werf jetzt noch die Rute ins Wasser. So, was sagst du jetzt? Bin beeindruckt. Ein Wahnsinnskampf. Tolles, tolles Tier. Ich bin überwältigt. Das kannst du auch sein. Das ist ja unglaublich. 100 Kilo Fisch. Wahnsinn. Montage sitzt hier ganz knapp. Allmächtig, hör mir auf, ey. Wahnsinn. Vollmondbüffel. Vorhin noch gesagt, die Mutti bräuchte mal und da sitzt sie. Da kommt sie. Ja. Licht sie. Wahnsinn. Das System, Mega Hook und Cat Hooker und zwei kleine Mikros. Wahnsinn, Petri Heil. Petri, Dank. Boom. Geil. Der absolute Wahnsinn, ja. Ich sage immer wieder, kleiner Auftrieb an der richtigen Stelle und wirklich immens große Ausnahmefische. Der Vollmond stand hoch über uns. Es war die Vollmondnacht. Die ganze Nacht verlief relativ ruhig. Und dann 3 Uhr ging es los, Volleinschlag. Auf die umgelegte Rute in der Packung und dann so ein Monster. Ja. Und das ist kein Zufall mehr. Das ist absolut kein Zufall mehr. Perfekt gehakt. Ich stelle euch nachher im Video nochmal mein System, mein Erfolgssystem genau vor. Erkläre euch im Detail, warum es so aufgebaut ist, wie es ist. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ihr, wenn ihr es nachbauen möchtet, den gleichen Erfolg haben könnt. Gehört immer mit Glück zum Angeln dazu. Pick up the phone! Eben hat das Handy da reingeschrien, da musste ich kurz unterbrechen. Die Glückwünsche gehen natürlich alle ein. Die Walleangler sind begeistert über so einen Fang. Was ich noch sagen wollte, natürlich gehört auch immer Glück dazu, aber die Montage muss halt auch am richtigen Platz liegen. Wir haben gerade keine einfache Zeit hier am Bach. Ihr habt ja schon die vorherigen Videos gesehen. Niedriges Wasser, wir sind im Herbst, ich laufe immer noch im T-Shirt rum. Ja. Aber Big Fish ist am Start. Finny kommt da hinten auch irgendwo angerannt. Die jagt gerade irgendeinen Nutria, macht sie natürlich nicht, also keine Kommentare schreiben, dass mein Hund jagen würde. Wir sind mega happy und zeigen euch jetzt mal diese 100 Kilo Bombe. 249,5, klingt komisch, ist aber so, ja. Wir messen ehrlich, wir messen geradlinig und ein Riesenfisch. Hier ist sie, die Traumbombe. Benny und Chris sind das erste Mal in Italien bei mir zu Besuch, die erste Angelnacht. Und es hat direkt Wumm gemacht. Benni hat noch zu mir gesagt, Stefan, mein PB ist 70 cm in Deutschland. Ne? Übrigens auch bei einem Baller-Workshop von mir gefangen. Damals gab es schon eine Riesenfreude. Und hat er gesagt, ja, wenn man so 1,50 Meter, 1,60 Meter, 1,70 Meter fangen, wäre das alles schon prima und im Kasten. Und da wurde der junge Mann gleich richtig gefordert. Petri Heil. Petri, Dank für diesen Wahnsinnsfisch. Wahnsinn.
Petri, danke Stefan. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Manchen scheint halt wirklich, vom Anglerglück her, die Sonne aus dem Popo. Ganz viele Angler kämpfen, wir kämpfen täglich, wöchentlich, jährlich, um solche Fische fangen zu können. Und manche kommen halt hier runter und fangen sogar in der ersten Nacht. Aber mit der richtigen Montage. Mit dem richtigen Lehrmeister. Das hast du jetzt gesagt, aber Dankeschön. Ne, wir haben uns Mühe gegeben, wir hatten ein bisschen Glück. Das gehört immer dazu beim Angeln und konnten die Bombe fangen. So, und jetzt zeige ich euch mal das System, wie ihr es nachbauen könnt, wie es aussehen muss, wie es aufgebaut werden muss und an welcher Stelle die Montage präsentiert werden sollte, damit auch ihr das Glück habt, so einen dicken Fisch ans Band zu bekommen. Auf geht's! Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier seht ihr unseren aktuellen Angelplatz. Die Steinpackung läuft hier kerzengerade runter. Und hier ist eigentlich sogenanntes Niemandsland. Ja. Sauberer Untergrund direkt am Packungsfuß. Und in diesen kleinen Löchern, da vermute ich die Waller jetzt drin liegen. In diesen kleinen Kuhlen, passiv einfach am Grund. Und da müssen wir sie abholen. Und genau in diesen Bereichen hier müssen die Montagen jetzt, unsere Köder, knapp über Grund präsentiert werden. Guck mal hier. Hier hat sie schon einer eben angehoben. Da liegen sie drin. Sind da. Und wenn sie ein bisschen hochgehen, sieht man sie auch direkt. Wieder so eine kleine Kuhle hier. Hier geht die Packung jetzt langsam wieder hoch. Und auf dem sauberen Grund am Packungsfuß, dort liegen die Fische. Hier seht ihr jetzt so eine typische Situation, Steinpackung, sehr, sehr tief, also oben wächst schon Gras drauf jetzt bei dem flachen Wasserstand hier am Uferbereich. Und hier habe ich meine Umlenker reingesetzt, um die Schnur im direkten Winkel runter in den tiefen Packungsfuß umzulenken. Hier vorne seht ihr sie kommen. Dort, wo ich nichts Vernünftiges zum Anbinden gefunden habe, habe ich mir so Gardinenstangen reingesteckt. Und da sind die Ausleger dran. Ich zeige euch das mal aus der Nähe, wie das genau aussieht. Kleiner Ausleger, 10 Gramm, mit Reflektorband, dass ich ihn gut nachts schnell wiederfinde. Wirbel unten dran. 35er Reißleine, Mono und unten der kleine Clip, der nach dem Ablegen der Montage direkt in meine Hauptschnur eingeklinkt wird. Und so ermögliche ich dann den optimalen Weg vom Angelplatz raus ans Ufer und vor zu meinen Routen. Diese Schnur hier geht hoch zu meinen Routen, direkt an Angelplatz. Hier geht es an den Umlenker ran, Sollbruchstelle, der kleine Karabiner. Und hier wird es direkt runtergeleitet in die Höhle des Löwen, da wo sie sitzen. Damit die Schnur nur auf ganz, ganz kurzen Bereichen genau die Packung hoch durchs Wasser läuft, also sich ganz unauffällig verhält für die passiv am Grund liegenden Fische. Mit diesem Vorgehen konnten wir jetzt einige große Fische direkt vom Standplatz aus, von ihren Liegeplätzen, wo sie sich einfach nur passiv verhalten, abholen, weil wir sie einfach mit unseren Ködern nerven konnten und ganz unauffällig die Köderfische dem Waller vors Maul gesetzt haben mit diesen kleinen U-Posen. Nicht viel Verwirbelung, kein hoher Auftrieb, dass er irgendwas checken kann. Ganz knapp über Grund wuseln da die Baits rum und dann kommt es zum Einschlag. Uiuiui, was da los ist. Uiuiui.
glaube, der ist größer wie der Arme. Da fängst einen nach dem anderen, der immer größer ist. Ja. Immer größer, einer nach dem anderen. Das ist die Vollmondphase, jetzt die abnehmende Vollmondphase. Da steht schön drin, der Kollege. Unglaublich. Unglaublich. Ja, das ist wirklich eine unglaubliche Fischerei, die wir gerade erleben dürfen. Mit dem Feuerball da oben. Das ist jetzt der vierte Fisch. Innerhalb von, ich glaube, nicht mal 24 Stunden. Läuft echt gut, ja. Jetzt geht er raus. Jetzt geht er raus. Alter, zieh dir das Ding rum. Was ist denn da los? Jawohl, Christian. Alter. Boah. Das ist verrückt. Jetzt kommen die achten Menschen. Roten Teufel. Oh ja. Nur ganz knapp am kleinen Haar. Pass auf, dass er nicht mit dem Haar ganz Schlauchboot kommt. Ja. Schönes Ding. Schöner Bollermann. Guter Fisch. Erfolgsmontage, die roten Teufel. Schöner Fisch. Das ist dein PB, mein Güster. Dankeschön. Schönes Ding. Schönes Ding. Das ist die Vollmondzeit jetzt. Schöner Bollermann. Schönes Ding. So, dann probieren wir mal zu greifen. Kleine Hake hängt perfekt im Maulwinkel. Große hängt frei. Vorsichtige Bisse, aber mit der richtigen Montage klappt's. So, mal gucken, ob wir hier irgendwo rankommen. Den haben wir. Und hier kommt der neue PB von Cristiano. Guck dir mal an, was das für ein Fisch hier ist. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Boom. So sieht's aus, die Erfolgsmontage. Vierte jetzt. Läuft. Mit dir, junger Mann. Vielen Dank. Wahnsinn. So. Nicht, dass ich mir in die Füße beißt, der Kollege. Wahnsinn, das klare Wasser. Goodbye. Mit dir heil. Zum PT. PT, danke. Absoluter Wahnsinn. Gekämpft, gekämpft, gekämpft und richtig belohnt worden. Letzten 20 Stunden gleich 4 Fische auf die Habenseite gekommen. Der größte jetzt knapp 2,50, 2,49,5. Jetzt noch ein schöner Zweier, du hinterhergeschoben, 1,90 Meter und noch ein paar kleinere, das gehört dazu. Vollmondzeit ist Big Fish Zeit. Auch bei dem klaren Wasser hier, den niedrigen Wasserverhältnissen. Und der mega warmen Sonne, die hier in Italien noch über uns brutzelt. Aber das ist Herbstangeln. Egal bei welcher Wetterlage. Weiter geht's. Ihr könnt natürlich auch natürliche Dinge benutzen, um eure Umlenker in das tiefe Wasser an den Packungsfuß anzubringen. Wenn man das Glück am Flussufer hat, dass irgendwelche Büsche oder Äste von Bäumen übers Wasser hängen. Ansonsten greife ich auf diese Gardinenstangen oder Bomberhandersticks zurück, die ihr hier in den Steinen verbarrikadieren könnt. Aber wenn es die Plätze hergeben, eignet sich natürlich auch Astwerk, dass eure Hauptschnur dann im Winkel perfekt knapp über der Oberfläche umgelenkt wird.
Wenn wir nach oben unsere U-Posen-Montagen gegen die Strömung hier in den tiefen Bereichen des Flusses auslegen, nutzen wir diese festen Umlenker. Nach dem Ablegen der Montage unten am Packungsfuß wird unsere Hauptschnur in den Karabiner hier eingehangen und direkt zum Angelplatz zurückgeleitet. Das ist ganz wichtig, dass hier bei dieser Fischerei gegen die Strömung keine Reißleine zum Einsatz kommt, damit ihr permanent den Druck zum Welt, nachdem er gebissen hat, über diesen Umlenkkarabiner aufrechterhalten könnt. Sprich, ihr fahrt dann nach dem Biss unter Druck, der Fisch kann durch den Karabiner hier Schnur nehmen, zum Platz hoch, wo ihr euren Karabiner fixiert habt, zum Ablagepunkt der Montage, hängt dann hier oben eure Hauptschnur aus und könnt den Fisch frei drillen. Und der Karabiner hilft euch bzw. schützt eure Hauptschnur in dieser ganzen Phase vor diesen Steinen hier, auf denen ich gerade auch draufstehe. Ne? Weil wenn das alles zusammenfällt, wenn ihr hier mit einer Reißleine arbeitet, fällt eure Hauptschnur in die Steine und dann führt es unweigerlich wahrscheinlich zu einem Abriss. Bei weiteren Angelentfernungen gegen die Strömung nach oben setzen wir auf die Hauptschnur noch kleine Schwimmer, die den Druck beim Spannen zur Montage hin aus der Schnur rausnehmen, damit ihr keine Wasserverwirbelung vor der Montage habt. Und wie diese Montage genau aussieht, das zeige ich euch jetzt. Hier steht einer drin im Loch, ihr seht dann ganz deutlich, wieder so eine kleine Kuhle und da hat er sich eben erhoben. Da ist er drin. Wenn wir sehr weite Wege gegen die Strömung flussauf von unserem Angelplatz die Montagen ablegen, setze ich in die Umlenker diese kleinen Schwimmer rein. Nachdem der Stein abgelegt wurde, am tiefen Punkt hier, am tiefen Fuß der Steinpackung, führe ich die Hauptschnur durch den Karabiner und setze genau darunter den kleinen Schwimmer als sogenannten Fixpunkt-Stopperpunkt. Das ermöglicht es mir, den Druck auf die ablaufende Schnur vom Fixpunkt hinunter zum Ablageort der Montage herauszunehmen und gleichzeitig den Druck von meinem Uferplatz bis hier hoch zum Umlenker richtig stark aufbauen zu können. Eine sehr stark gespannte Schnur, die durchs Wasser läuft, fängt an im Wasser zu vibrieren und erfahrene Fische können diesen Braten riechen. Und durch diesen Schwimmer, seht ihr hier schön jetzt, läuft die Schnur schön entspannt, man könnte sogar fast sagen schlaff, ohne viel Druck, hinunter zum Stein. Die Schnur, die zu unserem Angelplatz läuft, ist richtig stark gespannt. Also der ganze Druck lastet jetzt auf diesem kleinen Fixpunkt, auf dem kleinen Halteschwimmer. Wenn der Biss jetzt kommt, der Waller zieht, der Druck wirkt sich über den Karabiner zu unserer Rutenspitze aus. Wir können den Anhieb setzen. Der Umlenkkarabiner hier schützt unsere Schnur auch auf weiten Wegen perfekt hier vor der scharfkantigen Steinpackung. Eine ganz optimale Sache. Also wenn ihr weitere Wege von eurem Angelplatz überbrücken müsst, auf weiteren Entfernungen die Montagen auslegen möchtet, rate ich euch auf jeden Fall so einen kleinen Schwimmer zur Fixierung der Montage am Ablageort auf die Hauptschnur zu setzen, der gleichzeitig dann auch den Druck ab dem Umlenkkarabiner hier aus eurer Montage herausnimmt, aber dem Spanndruck der Schnur bis zum Karabiner von der Rute an eurem Angelplatz perfekt standhält. Ja, und optimal, wenn ihr keine überhängenden Bäume jetzt am Ufer habt, seht ihr ja, sind diese Bomberhander-Sticks. Die könnt ihr schön hier zwischen die Steine klemmen, werden einfach da reingedreht, verbarrikadiert
Der ragt jetzt circa 2-2,5 Meter über die Steinkante hinaus. Ganz perfektes System, um gegen die Strömung ins tiefe Wasser in der Steinpackung seine Wallermontagen auszulegen. So, wir nähern uns jetzt langsam dem Kombehandlerstick. Der lenkt die Montage um. Ausgeklingt. Wo ihr euch da annähert, müsst ihr auf jeden Fall gucken, wo der Fisch hinzieht. So, Achtung. Der geht. So, ausklingt. System. Der Flitzebogen ins Wasser, Alter, das steht ja gut. Den wir rauskriegen. Ja, ja, fertig. Freestyle ist krumm, Stefano drillt vorne im Boot und die kleinen Mikro-Posen genau unten an der Kante von der aufsteigenden Steinpackung, dort kommen die Einschläge. Ich wollte gerade mit euch in das nächste Großfischversteck reinfahren. Schaut mal da unten, was man nicht so alles hier am Fluss findet. Wer weiß, was dieser Wobbler hier für eine Geschichte zu erzählen hat. Jetzt ist es meiner. Ja, der wiederholte Fang von großen Fischen ist ganz, ganz selten Zufall. Hier seht ihr so ein ganz typisches Versteck. Ich bin mir ganz sicher, hier unten wohnt ein dicker Fisch drunter bei dem aktuellen Wasserstand. Hier stehen große Fische drunter, die stellen sich hier ein. Denn große Fische suchen sich immer Standplätze, die nicht so leicht zu beangeln sind. Ja, und wo sie ihre Ruhe haben. Natürlich über uns. Ich befinde mich unterhalb von einem Brückenpfeiler, donnern die Autos drüber, das stört die Fische nicht. Aber die wollen halt Ruhe haben. Ja. Auf so einer herkömmlichen Sandbank oder in so einem herkömmlichen Naturufer, wo viele Angler sich immer reinsetzen, da ist es so einem großen, erfahrenen Fisch zu unruhig. Und solche Plätze wird er meiden. Natürlich können in solchen Gebieten auch Fische gefangen werden, aber wir haben jetzt in dieser Phase, vor allem bei dem niedrigen Wasserstand, uns schon sehr, sehr spezielle Plätze ausgesucht und immer darauf geachtet, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Schnur versteckt ist. Und das Einzige, was ein erfahrener Fisch sehr, sehr schnell merkt, ist, wenn eure Angelschnur falsch durch die Wassersäule läuft. Gespannte Schnüre sind immer das, was uns Angler als erstes verrät, egal auf welche Fischart ihr unterwegs seid. Und wenn wir von großen Fischen sprechen, also Welsen der 2,20 Meter, 30, 2,40 Meter, 2,50 Meter Klasse, das sind alte Fische, die haben natürlich schon einiges erlebt, einiges gelernt und können ganz, ganz schnell sehr vorsichtig reagieren, wenn wir Angler Fehler machen. Deswegen ist der optimale Umlenkwinkel, der optimale Schnurwinkel in so ein Hindernis rein sehr, sehr wichtig und dann auch immer ein bisschen Mut zum Risiko, Mut zur Lücke. Ja. Wenn man in solche Bereiche hier reinangelt, ist es ganz klar, dass es natürlich auch passieren kann. So ein großer Fisch hat brachiale Power. Wenn der den Köder genommen hat, wenn der Haken sitzt
dass er einfach hier direkt in die Bäume schießt. Und wenn er um einen so einen Stamm unter Wasser rumgeschwommen ist, habt ihr keine Chance mehr, den Fisch landen zu können. Deswegen müssen wir den Baller vortäuschen durch spezielle Umlenkmontagen, dass der Schnurwinkel direkt aus dem Hindernis kommt. Und dann geht er meistens gegen den Druck, also genau entgegengesetzt der Richtung, wo der Druck herkommt. Und schwimmt dann oft vom sicheren Versteck, wo er eigentlich sich festschwimmen könnte, ins freie Wasser. Und wir können dann den Fisch im freien Wasser drinnen auch landen. Ja. Spannender Bereich hier, ja. So, die Platzsuche geht weiter. Aktuell bekommt ihr bei Y-Food Passionate Tropical. Mega leckerer Lassie habe ich immer im Schlauchboot dabei. Und wenn der kleine Hunger kommt, habt ihr immer eine leckere Mahlzeit am Start. Ungekühlt haltbar, mega lecker und macht satt. So, jetzt geht's weiter. Jetzt suchen wir uns den nächsten Big Fish Spot raus, wo sich einer verstecken könnte. Ich habe jetzt an dieser aufsteigenden Kante hier die U-Pose abgelegt und direkt hier hoch an so einem Schwemmholzbaum umgelenkt. Die einzige Möglichkeit, an diesen Angelplatz ranzukommen. Kleines Stück Reißleine zwischen dem Umlenker. Und dann geht es hier direkt in die Höhle des Löwen. Die Kante rein. Und hier oben ist der kleine Karabiner, der den Schwimmer hält. Und so kommt auch wenig Druck auf meine ausgelegte Montage. Ich habe euch ja versprochen, ich wollte euch noch mal im Detail das Erfolgsvorfach für die XXL-Waller, für die vorsichtigen Großwälze vorstellen. Jetzt bei der aktuellen Situation, jetzt bei dem sehr niedrigen, klaren Wasserverhältnissen hier am Fluss. Mit diesem System habe ich überall in Europa sehr große Fische fangen können, sehr gute Erfolge verzeichnen können. Und im Endeffekt ist es ganz, ganz einfach. Im vorderen Bereich seht ihr ja meine bekannte Haarmontage, bestehend aus dem 1.0er Black Cat Cat Hooker Haken und dem 8.0er Mega Hook. Welche Abstände ihr hier exakt beim Bau einhalten solltet, da verlinke ich euch hier oben mal ein Video. Da habe ich das im Detail erklärt, wie der vordere Bereich hier gebaut wird. Jetzt folgt ein 2,5 bis 3 Meter langes Vorfach, also lange Vorfächer, wo der Fisch sich schön weit vom Ablageort, vom Stein, von eurer Reißleinmontage entfernen kann, sind Pflicht. Zu kurze Vorfächer bringen Fehlbisse oder überhaupt keine Aktion. Durch ein langes Vorfach, was schön weit fluffig vom Stein entfernt ist, kann sich euer Köder schön im hinteren Bereich bewegen. Und der Waller, wenn er ansaugt, fliegt die ganze Montage ihm drucklos, also problemlos ins Maul rein. Und wenn er sich dann wegdreht, kriegt er schon den Stein zu spüren und euer Haken sitzt. Ich habe auf meinen Vorfächern, egal jetzt, ob ich auf einem sandigen Untergrund, auf einem kiesigen Untergrund oder direkt in der Steinpackung angle, meistens zwei der Mikro-U-Posen montiert. Die erste Mikro-U-Pose sitzt in der Regel ca. 30 cm vor dem eigentlichen Fanghaken. Und die zweite Mikro-U-Pose folgt dann in einem Abstand von ca. 50 cm. Die Mikro-U-Posen auf meinem Vorfach sind flexibel verschiebbar. Die Position der Mikro-U-Posen verändere ich gerne je nach Angelsituation. Wenn ich jetzt auf einer scharfkantigen Steinpackung, am Fuße der Steinpackung, meinen Köder präsentieren möchte, gehe ich mit den Mikro-U-Posen relativ weit nach vorne. Also beide werden dann im ersten Meter nach dem Fanghaken montiert. Dadurch wird mein Vorfach im vorderen Bereich schön fluffig, sitzt schön über den Steinen
und ich verhindere, dass während der Fischerei, während ich auf den Biss warte, durch die Köderbewegung, durch den Strömungsdruck, der auch meinetwegen auch beim Deadbeat-Angeln auf einen toten Köderfisch wirkt, das Vorfach Steinkontakt bekommt und schon so einen Schaden nehmen kann. Wenn ich jetzt im zeitigen Frühjahr bei ähnlichen Wasserverhältnissen auf einer Sandbank angle, wo die Wälse dann wirklich ins Flache reinkommen zum Jagen, schiebe ich die hintere U-Pose meistens noch ein Stück zurück zum Wirbel, um so das ganze Vorfach sehr fluffig zu gestalten. Das Mono hat ja an sich relativ steife Eigenschaften. Unser Plakett-Mono ist ein schönes, weiches Vorfach. Werdet ihr auf jeden Fall schon merken, wenn ihr euer Vorfach bindet. Es gibt sehr viele Mono-Vorfächer auf dem Markt, aber viele haben den Nachteil, dass sie sehr, sehr steif und grob und richtig starr sind. Also auch beim Mono darauf achten, weich, flexibel, das sind die Monofilschnüre, die ich am liebsten einsetze. Von der Vorfachstärke rate ich euch auf jeden Fall 1,2 mm. 1,3 mm ist zu stark hier für diese U-Posenfischerei. 1,3 mm kommt zum Einsatz in Spanien beim Bojenangeln, beim Einsatz von sehr, sehr großen Ködern. Hier im Fluss bin ich sehr, sehr gut all die Jahre mit 1,2 mm gefahren. 1,0 mm wäre mir zu dünn. Denn wenn das Mono bereits irgendwo einen kleinen Knick hat oder einen kleinen Cut durch Steine, durch irgendwas, kann das auch sehr schnell wegballern. Und diese Schnur muss ja wirklich sehr, sehr großen Fischen, auch teilweise in unwegsamen Gelände, zwischen den Hindernissen standhalten. 1,2er Mono, absolut perfekt für diese Montage. Nochmal abschließend zur Funktion dieser doch sehr kleinen, leichten Auftriebskörper. Wir schaffen es damit, den Köderfisch exakt in dem Spektrum auf der Tiefe anzubieten, wo sich der Waller, der Großfisch, die meiste Zeit des Tages aufhält. Jetzt bei exakt diesen Bedingungen. Die Fische kleben am Grund, sie sind sehr passiv, bewegen sich nur mal ein Stück nach links, nach rechts, um Beute zu machen. Die Köderfische stehen jetzt auch tief am Grund, kaum mehr Oberflächenaktivität. Und deswegen ganz kleine Auftriebskörper, die nur den Köder animieren, knapp über Grund zu stehen und sich leicht zu bewegen. Hierbei ist es vollkommen egal, ob euer Köderfisch mit Auftriebskörpern ausgestattet ist, also ihr einen Deadbait einsetzt oder in Gebieten unterwegs seid, wo der lebende Fisch erlaubt ist. Problemlos könnt ihr hier Köder bis zu Gewichten von 300-400 Gramm an diesen kleinen Mikros anbieten und erzeugt genau die Situation, auf die der Waller steht. Er checkt gar nichts, der Köder sitzt ganz knapp über Grund, ihm direkt vor der Nase und er schnappt zu, weil er einfach kein Misstrauen spürt, ja? Weil er nichts merkt, was im Wasser irgendwie rüttelt, schüttelt oder den Köder oder euren Köderfisch einfach in dem Moment jetzt in der Situation in zu hohe Gefilde anhebt. Viele denken, das ist egal, ja? Der Waller, wenn er irgendwas merkt, schwimmt er hin und frisst es. Aber absoluter Quatsch. Wenn der Hauptfutterfisch, die Beute des Wallers, aktuell knapp über Grund steht, wird der Wels niemals einen Köder angreifen, der 1 Meter oder 1,50 Meter über Grund präsentiert wird. Er stellt sich genau darauf ein, wie sich seine Beutefische in der jeweiligen Situation verhalten und dort schlägt er auch zu. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ihr könnt auch mit diesem System ein Tauwurmbündel lockend anbieten. Ihr könnt einen Tintenfischstreifen hinten drauf hängen. Ja? Alles, wonach euch gelüstet. Fakt ist, ganz, ganz leichter, mikromäßiger Auftrieb für den Fang von großen, vorsichtigen Ausnahmefischen. Baut euch mal so ein Vorfach zusammen, testet, probiert selber aus und ihr werdet sehen, es wird nicht lange dauern und ihr werdet auch euren Großwels, euren Big Fish im Drill haben. Weiter geht's. Im Morgengrauen kommt die nächste Aktion. Sold ist krumm. Sieht gut aus. Thorsten fightet. Hat sich noch nicht gezeigt, bleibt stur unten. Da hinten geht jetzt langsam die Sonne auf. Wahnsinn, Wahnsinn. Was ein Herbst. Komplett krumm die Solid.
Steht immer noch tief unten der Fisch. Thorsten kämpft. Kommt schon langsam, oder? Lass die Zeit weg. Die Zeit weg. Wenn du ihn wegballerst jetzt, dann wirst du dich bloß. Das ist kein kleiner Fisch. Alter Falter. Da steht gut drin, natürlich. Thorsten fängt an zu schnaufen langsam. Kommt nicht. Der kommt nicht. Der will nicht. Das ist gut, der Kollege. Wahnsinn. Wahnsinn. Na genau hier drüben an der tiefen Steinpackung entlang. Da hat er auch gebissen. Und da zieht er uns jetzt langsam und stetig den Fluss runter. Also definitiv Big Fish. Wir drehen jetzt schon gute 15 Minuten. Und die Solid ist brutal krumm. Die ersten Blasen kommen langsam hoch. Unten geht die Sonne auf. Das ist Welsangeln jetzt im Herbst, Jungs. Deswegen hat er wahrscheinlich auch immer so gefedert. Ne? Ja. Wie hoch die Rute hoch? So gut, hier kommt er. Wieder die kleinen Mikros. Bam, bam, Boateng. So, der Fisch hängt wieder ganz knapp vorne auf dem Kiefer. Da wirklich das Knie. Ganz, ganz sensibel beißen. Und hier kommt die nächste gute Bombe. Für den Thorsten. Da kommt er rein. Gut, Fisch. Kleinen Mikro-Uposen. Wahnsinn. Rot fängt. Aber das wisst ihr ja schon. Petri Thorsten. Petri, danke. Wahnsinn. Petri Thorsten. Petri, Dank. Schönes Paddel da hinten, ne? Morgengrauen. Schöne Röhre. Wir waren ja eben noch dabei auf dem Boot im Morgengrauen. Hat uns schön, ja, war eine schöne Einleitung in den Tag hier am Fluss. Die ganze Nacht war sehr ruhig. Die meisten Wallerangler würden dann schon durchdrehen. Ich ehrlich gesagt auch. Warum geht hier nichts? Und dann kommt langsam die Sonne hoch und dann kommt eine Phase, da werden sie aktiv und dann geht's vorwärts. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
So, lass mal gehen. Petri, heil. Petri, danke. So, goodbye, Baby. Banana Joe, wirfst mir noch einmal eine Banane ans Brot. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die ganze Nacht, obwohl die Bedingungen scheinbar perfekt sind, Vollmondphase, die kleinen roten Teufel, die kleinen roten Mikroposen tief in die Packung geparkt. Keine Aktion, kein Biss, Totentanz, aber natürlich ist auch nicht jeder Tag Big Fish Tag. Die Jungs haben nicht jeden Tag Hunger und weiter geht die Jagd. Ja. Dranbleiben heißt's und irgendwann wird es dann wieder dafür umso brachialer einschlagen. Wenn man in die Verstecke, in das Zuhause von so einem großen Fisch direkt reinangelt, oder versucht, ganz gezielt an die großen Fische ranzukommen, ist natürlich oftmals auch die Bissrate eine andere, als wenn man irgendwo am Grasland, auf den Sandbänken rumangelt, wo die kleineren Waller unterwegs sind. Das gehört dazu und das macht es ganz aber auch spannend. Bleibt dran, ich bin mir ganz sicher, wenn ihr eine ganz sensible Köderpräsentation jetzt in der kalten Zeit knapp über Grund einsetzt, wird der Dicke bei euch irgendwann kommt er mit Sicherheit. Vielen Dank fürs Zuschauen, dicke Fische. Wir warten jetzt hier noch ein bisschen, bis der Nebel sich lichtet und dann geht's weiter. Und ihr seid natürlich wieder dabei. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, euer Stefan. Ciao, ciao.